Ja. Klingt einleuchtend. Da ist nix, okay. Und Schilder kämpfen. Was wieder total blödsinnig ist, prinzipiell. Weil die machen mich eh fast immer One-Hit. Und Sephiroth macht die auf jeden Fall One-Hit, von dem her. Ist es eigentlich doof, aber gut. Könnte ich jetzt eigentlich ins Menü? Und mit die... Ah, nee. Sephiroth ist scheinbar nicht so begeistert. Ah ja, genau, da seht ihr mal. Er hat Wiederbeleben auf Master. So sieht's aus, wenn es Master ist. Wiederherstellen auch auf Master. Erde, alle. Feuer... Alle Blitz und alle und Eis. Also er ist komplett, alles hat er Master. Das ist cool, wenn wir das später auch hinkriegen würden. Also nicht mit allen, aber... Ne, das heißt, später muss ich es machen. Ich will ja die Weapons platt machen. Was ist das? Ein Makobrunnen. Er ist ein Wunder der Natur. Er ist so schön. Wenn der Makoreaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Ja, wahrscheinlich zwangsläufig. Wow. Substanz. Wenn man Makro-Energie kondensiert, dann entsteht Substanz. Man sieht Substanzen nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Substanz benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst ein Soldat und wusstest nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Substanz enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf, zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Er sollte es nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra Inc. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er hatte lauter Komplexe. Guckt euch jetzt mal tiefer an. Sie beugt sich vornüber, das Braune ist der Rock. Lol. Ein Makobrunnen, das ist also das Wissen des alten Volkes. Ja, das ist das Wissen. Und wir haben es auch gleich geschafft. Da sind wir schon, beim Makoreaktor. Den sollen wir ja untersuchen, ne? Na, halt daneben. Ah, wo geht's denn da hin? Rein. Egal. Machen wir auch später. Endlich haben wir es geschafft. Aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tiefer, warte hier. Ich gehe auch rein. Ich will es sehen. Nein, nein. Da haben Frauen nichts drin zu suchen. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier sind lauter Firmengeheimnisse der Shinra. Aber pass auf die Lady auf. Hey, du kommst hier rein. Hier
brauchst du nicht aufregen, ey. Mann, ja, du kommst nicht rein. Dann pass lieber gut auf mich auf. Kein Thema. Ah, schon wieder falsch. Na? Hopf. Hier haben wir versucht, Sephiroth einzuholen. Wenn man schnell ist, kriegt man sogar hin. Na? Natürlich, wenn man so rumguckt wie ich, klappt das nicht. So, das ist der Makoreaktor von innen. Nein. Hi. Das ist Genova, nicht wahr? Das Schloss lässt sich nicht öffnen. Okay. Also Shinra hat Genova im Makroreaktor von Nibelheim versteckt. Deshalb die Funktionsstörung. Dieses Teil ist kaputt. Cloud macht das Ventil zu. Okay. Und ist zu. Warum ist es kaputt gegangen? Oder warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich, Hojo. Aber selbst wenn du das machst, kommst du nie auf die gleiche Ebene wie Professor Gast. Dieses System kondensiert und gefriert die Makroenergie. Das heißt, wenn es richtig funktioniert... was wird aus der Makroenergie, wenn sie noch weiter kondensiert wird? Mann! Scheiß Deutsch, ey. Oh ja, sie wird zur Substanz. Ja, normalerweise. Aber Ocho hat was anderes da reingetan. Schau mal. So. Da hatte ich früher auch mal ein bisschen Muffe von. Muffe vor. Achtung, was ist in den Kapseln drin? Irgendwelche komischen Monster. Was ist das? Normale Mitglieder von Soldat sind Menschen, die mit Marke übergossen wurden. Ihr seid anders. Ihr seid anders als die anderen. Aber immer noch menschlich. Aber was sind sie? Ach. Entschuldigung. Aber was sind die? Sie wurden einem hohen Grad an Marke ausgesetzt. Viel mehr als ihr. Ist das eine Art Monster? Genau, und Hojo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Makroenergie gemacht. Das sind diese Monster, tatsächlich. Normale Mitglieder von Soldat, heißt das, du bist anders? Hey Sephiroth! Nein! Wurde ich... Oh, jetzt dreht er Hohle. Wurde ich auch so gemacht? Bin ich so, weil all diese Monster... Sephiroth! Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich anders als die anderen bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Das fand ich auch immer gruselig. Also beim ersten Mal spielen natürlich. Ist doch tatsächlich eins ausgebrochen. Bin ich ein Mensch? Ich habe nicht ganz verstanden, was Sephiroth damals gesagt hat. Ich war vielmehr überrascht, dass Shinra Ungeheuer herstellt. Verdammte Shinra, je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie.
Wer hätte gedacht, dass der Makroreaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Das würde erklären, warum es in letzter Zeit mehr Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genau zuhören. Meinst du nicht, Barrett? Was redest du denn mit mir? Nein, wir machen weiter. Stecke deine Nase nicht in Sachen, die ihn nichts angehen. Cloud, warum erzählst du die Geschichte nicht zu Ende? Tifa, du hast also draußen gewartet? Ja. Wir kehrten nach Nibelheim zurück. Sephiroth schloss sich im Gasthaus ein. Er versuchte nicht mal mit mir zu sprechen. Dann verschwand er plötzlich. Einfach. Stimmt's? Wir fanden ihn im größten Gebäude Nibelheim. Die Dorfbewohner nannten es die Shinra-Villa. Vor langer Zeit lebten Leute von Shinra in diesem Haus. Okay. Dann gehen wir mal Sephiroth suchen. Na? Lauf schon, klein Cloud. Lauf! Ja, das ist die Shinra-Villa. Da zeige ich euch jetzt nicht so viel, weil... Entschuldigung. Weil... Das kommt später noch alles. Keine Spur von Sephiroth. Ich sah ihn aber in dieses Zimmer gehen. Ja, ich zeig dir, wohin er ist. Genau. Geheimgang in der Wand. Mit Wendeltreppe nach unten. Die ich persönlich nie runterlaufen würde, weil... Erstens Höhenangst. Zweitens, guckt euch das Teil an. Grausam. So. Dieser Raum wird später auch noch interessant. Der dürfte aber im Moment... Was heißt der dürfte? Der ist im Moment zu. Ein scheinbar toter Organismus wurde in einer 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gast nannte den Organismus Genova. Jahr X, Monat X, Tag X. Genova als Angehörige des alten Volkes bestätigt. Ja, X, Monat X, Tag X. Genova-Projekt gebilligt. Makroreaktor 1 zur Inbetriebnahme zugelassen. Ja, Sephiroth wird jetzt erstmal sehr, sehr viel lesen. Meine Mutter heißt Genova. Genova Project? Ist das ein Zufall? Professor Gast, warum haben Sie mir nicht gesagt? Nichts gesagt? Warum sind Sie gestorben? Sephiroth. Lass mich in Ruhe. Alles klar. Das hat sich ja jetzt richtig gelohnt. Sephiroth ist nicht aus der Shinra-Villa gekommen. Er las weiter wie besessen und das Licht im Keller ging kein einziges Mal aus. Ja, ich sag doch, er wird noch sehr, sehr viel lesen.